Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero 4. Das letzte Mal habe ich ganz fies vor diesem Rätsel hier aufgehört. Das machen wir jetzt mal. Hoppala. Ich muss natürlich gedrückt halten. So, jetzt können wir die Karpfen anordnen. Einfach so, dass sie zusammenpassen, denke ich. Och nee, sag bloß, die kann ich auch noch. Natürlich, die kann ich noch drehen. Ach so, na dann ist es eigentlich kein Problem. Warte. Dann machen wir den mal so. Dann müsste das schon stimmen. Das könnte so auch in Ordnung sein. Ich dachte, das ist so ein ganz klassisches Memory-Schieberät. Ja, nennt man das Memory? Ich weiß nicht. Das war's schon. Das ist ja einfach. Bei solchen Rätseln hoffe ich immer auf etwas Schweres. Ein flacher Zinkschlüssel. Und ein Foto der gesichtslosen Frau. Ist dieses Foto von mir? Ach, schon wieder, sag mal. Hätte ich das eher gewusst, dass das Kapitel jetzt zu Ende ist, hätte ich gar kein neues angefangen. Also kein neues Video. Diese Frau. Wer war das wohl? Ja, das frage ich mich übrigens auch. Na gut, wir speichern erstmal. Und gleich mal hier. Bin gespannt, was jetzt für ein Kapitel kommt. Ja, bitte. Misakis Zimmer. Nö, brauche ich nicht. Kapitel 4: Das leere Gefäß. Ein deformiertes Gesicht im Spiegel und Musik. Welche Behandlungen wurden hier durchgeführt? Warum verweilen die Geister der Patienten noch immer hier und sogar jetzt? Zweifel kommen in Ruka auf, als sie einen ihr bekannten Raum betritt. Dies ist das Krankenzimmer, in dem sie einst untergebracht war. Kapitel 6: Ruka Minazuki. Tsukimori-Song. Also das Tsukimori-Lied. Das ist mein Zimmer. Okay. Ich wundere mich jetzt ehrlich gesagt, wann spielen wir mal wieder mit Chuzzle? Weil, ja, also nicht, dass ich jetzt was dagegen hätte, mit Ruka zu spielen oder mit Misaki, aber. Chuzzle hatten wir bisher in einem Kapitel und das ist doch schon etwas wenig. Was? Die Tür ist blockiert. Hä? Ach so, genau, mit ihr hatte ich ja nur die Möglichkeit, bisher in diesem Trakt zu gelangen. Ich habe noch keine Tür untersucht. Och nein, nicht die roten Puppen, die fünf Schreinmeiden. Oh. Schnell, dreh dich. Was? Das war doch ein Treffer. Das ist doch ein Treffer gewesen, Mensch. Oh, ich war zu langsam. Verdammt, ich hab's auf jeden Fall erwischt. Ihr habt's gesehen. Es war mitten im Fokus. Aber gut. Oh. Ja. Ich hab ein bisschen Angst, wenn ich Geistern nachlaufe. Ihr sicherlich auch, oder? Oh, dieses Bild. Ist das eine Frau mit. Was sind das für komische Geräusche? Och Leute, ich will hier raus. Hä? Ist da was hinter dem Rahmen? Ist da was? Ein Püppchen! Seht ihr das? Das Huzuki-Püppchen. Ach komm schon. Das war genau. Ich bin so blöd. Ich verschieße hier meinen guten Film. Warum mache ich den 14er-Film ausgerüstet, frage ich mich. Sag mal. Ich hab sie doch. Das sagt mir das Spiel aber auch nicht. Total fies. Nein, du sollst weiter runter. Ich weiß gar nicht, ob ich sie im Fokus. Es wird nicht blau zumindest. Warte mal.
Muss ich vielleicht näher ran oder so? Ah, so geht's. Warte. Ach komm, das war doch... Man muss sie halt genau in der Mitte haben. Das finde ich total bescheuert. Jetzt aber. War zwar drüber, die Puppe, aber gut. Es hat wohl gegolten. Ah. Es wird nicht weniger. Der Grusel, liebe Leute. Also, ich bin ja froh, dass ich aus dem komischen Raum raus bin, von letztem Mal mit der Beerdigung. Ja, ich hab's gesehen, da vorne leuchtet. Gemälde auf... Also, dekorative Gemälde auf der Wand. Es ist alt und ich verstehe es nicht. Aber ich sehe einen See aus roter Farbe. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Forbidden Siren. Ich weiß ja, dass die Kulturen... Also, diese Begebenheiten sich ja manchmal überschneiden, habe ich schon festgestellt. Ach so, das... Nee, was stand da? Die Oberfläche des Gemäldes ist zerstört und ich kann nicht sagen, was es war. Was es darstellt. Was haben wir da? Nee, warte mal. Das ist es doch. Das ist es doch. Ja, ich drück's immer so schnell weg, Entschuldigung, aber... Sieht aus wie ein Gemälde, das fünf Mädchen zeigt, in locker sitzenden Kimonos. Jede von ihnen hält etwas in ihren Händen. Lass mich raten, Masken vielleicht? Oh Gott. Ach du. Gemälde mit verschwommenen Gesichtern. Irgendwas ist erschienen. In diesem Bild haben alle verschwommene Gesichter. Etwas ist von dem Bild, also hinter dem Bild herausgefallen. Oh, meine Güte. Mizuki-Schlüssel. Oder Mizuki-Schlüssel. Raum 308, Mizuki, ist darauf geschrieben. Das hättet ihr mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht zeigen müssen. Das weiß ich auch so, dass da Mizukis Zimmer ist. Da war ich genau eben davor. Was gibt's da Feines? Oh, zum Glück keine Hand. Blaue Kristalle, 3 Stück. Ja, ich habe immer so ein bisschen Schiss. Was steht da? Ein großes dekoratives Gemälde mit einer Frau im roten Kimono. Ihr Gesicht ist verschwommen und in ein dunkles Rot getaucht. Es ist unmöglich zu sagen, wie sie aussieht. Oder wie sie mal aussah. Das scheint ja schon sehr lange her zu sein. Das alles. Also dieses Gemälde, wann es dort aufgehängt wurde. Ach, was weiß ich. Da ist noch eins. Ja, ich will mir alles anschauen. Was? Rugetsu, oder Haus Rugetsu Galerie ist darauf geschrieben. Darunter steht Mr. Magakis Spende. Aber ich kann sonst nichts mehr erkennen. Ja gut, ich könnte da auch nicht viel lesen, ehrlich gesagt. Guckt's euch mal an, wie das aussieht, das Ding. Ah, wäre auch zu schön gewesen. Na gut, dann gehen wir mal zu Misakis Zimmer. Ich habe so das Gefühl, im vierten... Was? Die Tür öffnet sich nicht. Ah! Na, was? Warum? Achso, den konnte ich gar nicht fotografieren. Ich habe so das Gefühl, dass sich im vierten Stockwerk irgendwas offenbaren wird. Wir haben da ja letztes Mal schon was gehört über eine Person, die zusammen mit Misaki... Mia hieß sie, glaube ich. Ja, die sich stabilisiert hat. Und ich denke, diese Person, die war ja im vierten Stock, beziehungsweise noch eine andere. Ich komme nicht auf den Namen. Huyuya? Oh Gott, was bist du für ein Psycho? Hab ich dich. Mann, der ein Bild auf den Boden malt. Diese rote Frau sieht aus wie so ein Gemälde von Van Gogh. Seht mal diese ganzen Wirbel. Ja, das ist der Verrückte, der sich das Ohr abgeschnitten hat. Den kennt ihr. Vincent van Gogh. Ah, okay. Ja, sitzt schon wieder. Ich hab's auch sehr laut aktuell auf den Ohren. Ich bin wohl irgendwie an das... Moment. Ich bin irgendwie an das Rädchen gekommen. Entschuldigung, das ist unprofessionell, unprofessionell. Aber ich habe ja nie behauptet, dass ich professioneller Let's Player wäre. So, was haben wir denn da? Magakis Arbeitsnotiz Nummer 1. Die Vision lässt mich den Pinsel aufheben. Schwarz, leise. Ich war nicht hier.
Niemand. Nichts. Moment für Moment meiner Erinnerung verfärbt sich schwarz. Gefüllt mit immer mehr und mehr Schwarz. Dennoch sticht nur die Vision aus der puren Schwärze heraus. Dafür, dass meine Erinnerungen weggebrannt wurden, habe ich diese Vision erhalten. Die Vision hat sich verändert, als schaue man durch ein Kaleidoskop. Der Moment ist fixiert. Das Licht bohrt sich durch meine Finsternis. Ich wurde geboren. Ich wurde geboren. Ich wurde geboren. Ich wurde geboren. Gut, also dieser Typ, der leidet natürlich auch am Luna Sedata, wie wir uns denken können. Aber er hat es anders interpretiert, scheinbar. Kann ich jetzt daraus erlesen. Boah, ich traue mich nicht, über das Gemälde zu laufen. Ich glaube, da passiert irgendwas. Und da unten der Puppenkopf. Guckt er mich jetzt auch wieder an? Ne, tut er nicht. Oh, das war in dem Zimmer so schlimm, Leute. Was? Die Wand ist dekoriert mit vielen Gemälden und ich sehe Bilder von verschiedenen Leuten. Ihre Gesichter sind seltsam koloriert und wie als würden sie, was, warped? Als wären sie gewarpt? Ja, von mir aus, als wären sie gewarpt worden. Ich weiß es nicht, mit dem Wort anzufangen. Auch das hier ist dekoriert mit Bildern. Jedes ist mit einer anderen Farbe gemalt worden und sie enthalten alle verstörende Eindrücke. Ja. Ja, doch. Oh. Also wenn das mal nicht was von... Ah. Von dem Zimmer der lieben kleinen Psychotante hat. Ach, keine Hand. Was? 20 blaue Kristalle. Wow. Okay, Leute. Ich werde auf jeden Fall auf euren Tipp eingehen, denn ihr sagtet, ich soll Ruka ruhig ein bisschen upgraden. Die Frage ist halt, was nehme ich? Kapazität nehme ich mal. Das ist billig. Oh, da kostet es gleich 30. Dann, absorbieren? Erstmal Power. Power ist wichtig, würde ich sagen. Und damit hat sich's auch schon. Und die Linsen. Ihr sagtet auch, ich bekomme wohl noch eine Zero-Linse und noch eine etwas stärkere Push-Linse oder Boost-Linse. Also werde ich die beiden jetzt erstmal vernachlässigen, auf jeden Fall. Ich spare mir die roten Kristalle auf bis zum Schluss. Ich meine, die Hauptattribute kann man ja immer mal wieder so verbessern, das macht ja nichts, aber die Linsen, die werde ich sowieso wechseln. Okay, das hatten wir mit den verstörenden Bildern. Auch das hatten wir. Gut. Ich habe so das Gefühl, irgendwo... Was ist das denn schon wieder? Sitzt hier noch ein Hosuki-Püppchen und wartet darauf, dass ich es finde. Oh, der krabbelnde Mann, du Kranker. Oh, hahaha. Ist das eklig. Und da sind wieder irgendwelche widerlichen Gardinen oder sonst was. Oh, guck mal, da liegt sie doch, oder? Auf dem Boden. Ja, da sitzt sie, das Hosuki-Püppchen. Warte. Ah. Was ist mit der Badewanne nicht in Ordnung? Die ist ja ganz bunt. Ach, komm schon. So. Jetzt habe ich sie. Ach, guck mal, im Bild sieht das cool aus, dieses Negativ. Die Badewanne. Wie so eine spacige Batik-Badewanne. Die Badewanne ist verschmiert mit hunderten von Farben. Farbspritzern. Also wenn es wirklich 100 verschiedene Farben wären, dann würde ich das... Dann wäre das schon bewundernswert, dass der solche, so eine Farbvielfalt hier hat. Ach, Leute, ich erinnere mich jetzt natürlich. Das ist dieser Typ, von dem wir gelesen haben. Dieser Insasse aus dem Zimmer. Was? Wo sind wir gerade? In Zimmer 309. Irodorizuki. Yuku Magaka. Das war der Typ, der eben dem Haus Rugetsu so viel Geld gespendet hat und den man auf keinen Fall beim Malen seiner Bilder stören sollte. Ein gruseliges Gemälde steht auf dem Stativ. Ein weiblicher Torso ist darauf porträtiert. Also ein Torso ist ein Oberkörper oder beziehungsweise ein Körper ohne Gliedmaßen. Zählt der Kopf auch dazu? Ich glaub's nicht. Also einfach nur ein Körper ohne Arme und Beine. Ach, schön. Ich bin hier raus.
Das war mal unangenehm. Das war richtig unangenehm. Aber warte, ich will noch mal kurz in dieses Zimmer. Da war ich ja mit Ruka noch nicht drin, oder? Das ist ja das Zimmer von Misaki. Nee, Quatsch. Ich rede wieder Unsinn. Doch, Misaki Asus Zimmer. Misaki. Ach, und da liegt was. Ich hab's mir so gedacht. Weil bisher war ich da nur mit Misaki selbst drinnen, aber noch nicht mit Ruka. Ist da noch was? Irgendwas muss hier doch noch liegen. Im Schrank. Eventuell. Da liegen Frauenkleider und kleine Kinderkleidung. In einem Korb sind viele Gegenstände wie alte Puppen, Spielsachen und Hüte. Und das Suzuki-Püppchen. Ich sehe doch das Gesicht. Haha, seht ihr? Wie es mich angrinst. Es ist unheimlich, dieses Ding. Es ist wirklich unheimlich. Habe ich die schon mal erwischt oder wie? Ich weiß es nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig an den letzten Part erinnern, gebe ich zu. Ich hatte nämlich eine längere Zeit Pause gemacht. Also Pause gedrückt und war einkaufen. Wen's interessiert. Naja, da kann ich nichts mehr knipsen. Na gut. Dann werde ich aber noch die Gegenstände abgreifen, die es ja wohl gibt. Ist das denn? Das muss doch. Hä? Ich hab's gehört. Ach, da. Keine Hand. Dankeschön, drei blaue Kristalle. Oh, diese Hände, die man. Mir kriecht's gerade den Nacken hinauf. Das ist wieder so ein Geistersteinradio. Was? In der Box unter dem? Unter dem was? Auf dem Regal sind ein altes Radio, ein Grammophon und eine Kamera. Abgesehen von ihrem Alter scheinen sie noch zu funktionieren. Ja, das hatte ich mit Misaki schon untersucht. Na gut, aber liebe Leute, dann endet's dort, wo auch die Folge angefangen hat, nur in einer anderen Zeit, nämlich in der Zukunft. Also jetzt? Ja, ich weiß, die Folgen gehen immer sehr schnell rum. Ich merke das ja selbst. Gut, ich hoffe trotzdem, ihr lasst mir was Schönes da. Also eine Bewertung, ein Kommentar, hoppala. Jetzt kriege ich Schluck auf. Und ja, ich freue mich darauf, euch wieder begrüßen zu können, wenn es nächstes Mal wieder heißt Project Zero 4.